Mahlzeit, Freunde. Willkommen zurück bei Kurt Rengard und der Archon. So, dieses Mal die nächste Prüfung. Wir haben hier beim Blauen Brunnen einen weiteren Obelisken und den gilt es natürlich wieder zu aktivieren. Dafür haben wir hier oben auf der Kante, auf dieser Steinklippe, rot leuchtende Kristalle. Also sie sind überall Kristalle, aber manche davon leuchten rot. So, und bei irgendeinem von diesen rot leuchtenden kommt die Kugel raus, die wir brauchen. So, die Kugel platziert sich dann da unten an der Mauer und der Dezimator quatscht mit uns. Aber Vorsicht! Jedes davon ist verflucht! Die Kugel sagt, sucht den krönenden Ruhm eures Feindes! So, Freunde, das heißt, wir brauchen eine Art Krone oder einen Hut. Sucht den Ort, wo Reichtum gewonnen wurde! Ich bin jetzt schnell zum grünen Brunnen gelaufen. Von dem aus drehen wir uns einfach um 180 Grad um und laufen hier hinten rein. Da sehen wir es schon rot leuchten. Ein Hut, den nehmen wir mit. Und zack, wir sind verflucht. Wir können jetzt nicht mehr sprinten, wir können nur noch gehen, Freunde. Und müssen jetzt das Objekt zur Kugel bringen. Langsam. So, dann bringen wir den Hut einfach mal hier hin. Das Beste an einem Kopf ist, lassen wieder ein Zombie leben und kümmern uns ums zweite Objekt. So, Freunde, gut, ich habe ein Zombie leben lassen, bin zum diabolischen gelben Brunnen gelaufen und rechts davon, zack, da sehen wir es, ein Schädel. Der ist natürlich auch wieder verflucht. Und dann wieder dasselbe Prinzip, es spawnen Zombies und wir müssen das verfluchte Objekt ohne Sprinten abliefern. So, zack, schnell weggebracht das Ding. Wir lassen wieder einen Zombie leben. Dann begeben wir uns zum orangefarbenen Schnelllaufe-Stamina-Brunnen und laufen einfach hier hoch, Freunde. Hier brauchen wir übrigens auch wieder die Schaufel. Und hier, zack, finden wir einen Knochen. Bringen Sie das sofort zur Kugel. Den nehmen wir wieder auf und rennen natürlich wieder los. Und bringen ihn zur Kugel. Schnell den Knochen geopfert, Freunde. Damit sind wir schon so gut wie durch. So, haben wir die dritte und letzte Opfergabe zur Kugel gebracht. Spawnt hier der Dezimator-Schild, Freunde. Den können wir dann einsammeln, was wir auch machen müssen, um die Prüfung am Obelisken zu starten. So, ich habe mir kurz aufgeräumt, Freunde. Werde jetzt den Dezimator-Schild aufheben. Du schlägst wie ein Nazi. Und damit können wir jetzt, zack, die Prüfung beginnen. Und hier spawnen jetzt Schöpfkerne. Die machen wir mit dem Angriff des Schildes kaputt. Füllen hier unseren Kelch auf. Und müssen hier oben so einen Brunnen füllen. Füllen Sie den Brunnen weiter auf. Jetzt müssen wir noch kurz warten, dass der Schild sich wieder auflädt. Denn hier unten beim Juggernaut-Brunnen ist der nächste Schöpfkern, den wir zerstören müssen. Zack, der Kollege ist wieder voll. Wir füllen den Kelch und bringen ihn zurück zum Brunnen. So, der dritte und letzte Schöpfkern ist hier oben beim blauen Brunnen. So, der Schild ist voll. Ab zum Schöpfkern und zack, Kelch füllen. Nicht fallen lassen. Schnell in den Brunnen kippen. Sie haben die Prüfung geschafft. Und damit haben wir auch diese Prüfung beendet, Freunde. Wir bekommen hier wieder ein paar Power-Ups. Und für dieses Mal war es das sogar. Und dann können wir über ihre eigene Prüfung sprechen. Von List. Von List. So, Freunde. Für dieses Mal war's das und beim nächsten Mal geht's weiter mit der nächsten Prüfung. Macht's gut, bis dahin.